Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind natürlich immer noch auf der Spielwarenmesse, diesmal am Stand von Huch und bei mir ist die Andrea. Andrea, die Spiel 2018 ist jetzt noch gar nicht so lange her. Welches Spiel steht denn noch auf deiner Liste der Spiele, die du unbedingt von der Spiel noch spielen willst? Also tatsächlich ist ein Spiel, das ich unbedingt noch spielen wollte, gerade abgespielt quasi, aber deswegen, also ich muss da unbedingt auch noch mal ran. Ich bin total stolz. Ich habe Teotihuacan schon gespielt und dadurch, dass bei uns zu Hause dann einfach eher die neuen Kinderspiele gespielt werden, ist es dann schon echt gut, wenn wir dazu schon mal gekommen sind. Aber wie so oft, einmal spielen reicht ja auch nicht. Also da müssen wir schon auch noch mal ran, meine ich. Ja. Ihr präsentiert ja immer jede Menge Neuheiten. Täusche ich mich oder werden es auch immer mehr von Mal zu Mal? Oh, also tatsächlich, es mag so wirken, aber es ist eigentlich gar nicht mal im Schnitt so viel mehr. Es kommt halt tatsächlich mit dazu, dass wir auch eine Vertriebsgesellschaft sind und zum Beispiel letztes Jahr auch noch neue Vertriebspartner dazu bekommen haben, wie den Lawrence King Verlag, nochmal im Buch- und Spielebereich und auch die Eurographics Puzzles, die eben noch Puzzle mit anbieten. Das kommt dann halt immer noch so mit dazu. Aber eigentlich halten wir uns so ganz konstant mit einigen Titeln. Ein Titel, der hier steht, ist Gespenster am Fenster. Das hatten wir vor einiger Zeit mal bei Eggert-Spiele gesehen. Jetzt sehen wir es wieder bei euch. Ja, wie kam es dazu? Und vielleicht kannst du auch ganz kurz noch mal was über das Spiel überhaupt erzählen. Ja, also Gespenster am Fenster ist ein sehr schönes Spiel. Das ist eben ein Kinderspiel, das sich eben aber auch vom Schwierigkeitsgrad her variieren lässt. Ich muss eben generell Schattenumrisse von Geistern auf die Geister wiederum zuordnen können. Das fanden wir halt vom Prinzip her echt ganz spannend und toll. Und an sich hast du völlig recht, das hast du davor bei Eggert-Spiele gesehen. Das war vor dem Verkauf, danach ist das Ganze ja eben dann nochmal weitergewandert und da ist der Fokus einfach nicht ganz so gesetzt gewesen, weswegen Peter natürlich gerne gucken wollte, dass das Spiel noch irgendwo untergebracht wird und uns das Spiel angeboten hat und wir fanden es gut und deswegen ist es jetzt bei uns. Ja, dann bleiben wir mal bei euren Spielen. Hier in Nürnberg werden ja meistens Prototypen gezeigt oder hauptsächlich Spiele, die noch dann im Laufe der nächsten Monate oder auch dann auf das Spiel erscheinen werden. Was sind denn so die Highlights, die ihr hierher mitgebracht habt? Also unsere Highlights fürs erste Halbjahr ist halt ganz klar What Do You Meme, das Meme-Kartenspiel und von Hast du Worte das Würfelspiel. Und dann gibt es einfach noch viele kleine nette Details wie Mopsen, unser Stichkartenspiel, mit dem wir schon viel Spaß hatten und bei dem wir hoffen, dass da andere auch noch viel Spaß mit haben. Jetzt ist ja die Spielebranche eine, die wächst und wächst, was sehr schön ist natürlich. Auch innerhalb der Spielwaren stehen die Spiele sehr gut da. Was meinst du, wie lange kann sich das noch halten? Ich glaube, es ist natürlich an sich schwierig zu sagen und ich denke, es kommt ja auch darauf an, was sich alles noch so für weitere Trends entwickeln. Wir sehen ja selber jetzt gerade an den ganzen Exit und Escape Spielen, die da kommen, die sicherlich einfach nochmal andere Leute mitreißen, die sich vorher vielleicht gar nicht dafür begeistern konnten. Und deswegen denke ich, ist es ja immer wieder das Thema, was noch alles so neu an Themen auf den Markt kommt. Und wenn man da wieder noch weitere Zielgruppen erschließt, dann denke ich, kann das auch immer noch weiter schön wachsen. Ja, du sprichst gerade schon Trends an. Wir konnten auch so einen kleinen Trend entdecken, nämlich dass das Spielmaterial qualitativ immer hochwertiger wird. Also wie bei Azul zum Beispiel mit diesen hochwertigen Steinen, die eben keine Pappmarker sind, sondern eben einfach sich toll anfassen. Wie wichtig ist bei euch denn das Spielmaterial? Naja, ich würde mal sagen, Spielmaterial ist bei allen immer sehr wichtig, aber es ist natürlich immer eine Frage, letztendlich auch in der Kalkulation, wie lässt sich das alles umsetzen. Aber klar, auch wir sind da aufmerksam und schauen natürlich, was gibt es für Möglichkeiten, irgendwie ein Spiel zu verbessern. Manchmal ist es aber natürlich die Frage, wenn dann irgendwie ein besonders tolles Material die Kosten derart hochtreiben würde, dass wir natürlich auch sagen, kaufen es deswegen jetzt wirklich so viele Leute mehr. Also man muss natürlich einfach auch immer abwägen und man muss natürlich auch sagen, dass an sich in der Produktion sich auch sehr viel getan hat, dass man ja gerade auch mit Papp-Zusammensteckteilen und so auch schon ganz schön tolle Sachen mit inzwischen machen kann. Das stimmt auf jeden Fall. Und eine weitere Sache, die im Moment so im Kommen ist, ist, dass es Versuche gibt, Spiele als Kulturgut anerkennen zu lassen. Was meinst du dazu? Ist das sinnvoll? Ja, es ist natürlich sinnvoll, auf jeden Fall. Ich denke, es gibt ja immer noch einfach sehr viele Leute, die ja alleine die Meinung haben, dass Spiele Kindern vorbehalten sind und dass Erwachsene gar nicht so viel spielen. Und ich denke, wir wissen es alle, wie viel man mit Spielen bewirken kann, wie viel man erleben kann und auch wie
wie man mit Spielen wachsen kann. Deswegen Spiele allgemein als Kulturgut einzubringen, ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, das finden wir auch. Deswegen haben wir es auch mal angesprochen. Ja, dann bleibt mir abschließend nur wie immer noch einen Blick in die Zukunft werfen zu lassen von dir. Was habt ihr euch denn für 2019 vorgenommen? Oh, für 2019 kommt schon noch so einiges. Wir haben zum Glück schon sehr viele Spiele lieferbar, aber natürlich kommen so im ersten Halbjahr noch einige nach. Und gerade so im zweiten Halbjahr wollen wir natürlich auch noch einiges fürs Spielerherz bieten. Da haben wir dann eben im Familienbereich ein Spiel von Michael Rinek, Coralia. Wir bringen die Torres Family Version raus und haben außerdem Humboldts Great Voyage, das eben wunderbar zum Humboldt-Jubiläumsjahr auch passt, und auf die freuen wir uns auch schon sehr. Ja, wir uns natürlich auch. Dann wünsche ich euch jetzt noch eine erfolgreiche Messe und bedanke mich natürlich wie immer ganz, ganz herzlich bei dir für das Interview. Ja, danke schön euch. Viel Spaß noch.